Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit dem Tem. Ich bin Tem. Du nicht. Wir spielen wieder das altbekannte Set. Schön Dragoran. Dieses Mal sogar Solo-Q. Einfach, dass ihr nicht sagen könnt, oh, der Terminus, der lässt sich nur von Marcy carryen. Oh, Marcy. Los geht's. Habe ich gesagt, das nachkommentiert? Könnt ihr euch bestimmt denken. Aber egal. Solo Q, ich guck wieder in den Jungle, weil ich kann ja nicht über die Mauer. Und da jetzt das gleiche passiert wie in jedem anderen Dratini-Start auch, warum mache ich zurzeit so viele Nachcommentaries? Es ist interessant, wie viel mehr Spaß ich daran habe. Was komisch ist, theoretisch ist es somit teils mehr als das Doppelte an Arbeit. Weil ich spiele die Matches, und dann muss ich mir die nochmal angucken. Und dann muss ich mir die nochmal angucken zum Kommentieren. Weil ich gucke tatsächlich nochmal drüber, hey, war das Match krass? Weil ich hatte vorhin eins, das habe ich dann gelöscht. Das war nur Bullshit. Ich habe Bullshit gespielt. Und auch die Gegner, sodass es eigentlich... Es war nicht mal, hey, hier, das ist falsch. Weil ich wurde nicht mal richtig gepunished dafür. Das war Blödsinn. Ist aber egal. Ist jetzt so, wie es ist. Ich brauche ganz dringend einen neuen Dragoran-Skin. Mir gefällt diese Boxer-Kluft und alles überhaupt nicht. Hier, schön, der Drang soll mich retten. Weil er kann mir jetzt nochmal gut wehtun, weil Absol, aber alles easy. Alles easy. Oh ja, Patch. Im nächsten Patch wird Dragoran schon als Dratini gedebufft hier übrigens. Ich versuche jetzt noch ins Tor zu kommen. Ich habe keinen Drang, ich habe kein gar nichts, um mich zu heilen. Ich habe gehofft, dass Schild kommt, während er abgibt, aber nee, blöd gelaufen. Debuffs. Dragorans, beziehungsweise schon Dratinis Basic Attack, die blaue. Wenn ich das richtig verstanden habe, und wenn das falsch ist, nicht meine Schuld, ich bin einfach dumm, die wird nicht mehr heilen. Und jetzt denkt man sich, ja gut, das bisschen was, das heilt, aber ehrlich gesagt, so oft wie du halt Basic Attack spammst, vor allem bei drei Drachentänzen, da kommt wahrscheinlich schon was zusammen, das ist ein bisschen schade. Dann Drachentanz selber, ihr seht da ganz unten, bevor ich eine hier Basic Attack hitte, 5 Sekunden Cooldown. Das wird erhöht auf 5,5. Jetzt habe ich schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass früher vor den Medaillen habe ich 2 Basic Attacks gebraucht, um Drachentänze chainen zu können, dass ich immer auf 3 Drachentänze bin. 2 Basic Attacks auf Gegner oder wilde Pokémon. Hier übrigens wieder mit dem Blissey kriegen wir das kaputt, obwohl es damage technisch viel doller reinhaut als ich, aber hier, wir sind auch zu zweit, das war fies. Dann, die 0,5 Sekunden, die Drachentanz jetzt mehr haben wird, könnt ihr das wieder darauf zurückbringen? Weil hier, in den letzten Matches habe ich immer beobachtet, ich brauche eine Basic Attack auf irgendwas, was gerade gegnerisch oder wild rumfleucht. Und ich kann Drachentänze chainen auf Stufe 3 unendlich. Ich muss nur eine Basic Attack auf irgendwas treffen. Das könnte jetzt wieder reversed werden. Durch den Buff. Hier habe ich übrigens ab, weil ich weiß, das sind 3 Pokémon. Und ich denke, das ist okay. Es könnte auch sein, dass die Medaillen immer noch so krass sind, dass ich trotzdem mit einer auskomme. Aber das weiß ich einfach nicht. Wäre ein bisschen schade, weil ich bin sehr zufrieden mit meinen Super-Hyperstrahlen. Ich glaube, auch alles wird ein bisschen schwächer bei Dragoran. Von den Basics. Aber ganz ehrlich, meine Lieblings-Basic ist sowieso die gelbe, die Stunt. Da kann man nichts sagen, die ist immer noch da. Da kann ich immer noch meine fiesen Gank-Taktiken machen. Wo ich halt bis ins Gegnertor hinterher kann und trotzdem gewinne. Bestenfalls noch mit einem Partner oder zwei, aber aufpassen und kaputt. Das war ein sexy Hyperstrahl. Ich liebe Hyperstrahl. Das habe ich bestimmt noch nie gesagt. Hier machen wir immer das ganze Team immer wieder kaputt. Leider haben die nicht ganz aufgepasst. Machok, war noch ein Machok, hat 22 abgegeben und Urgel 25. Hätte einer von denen das gemacht, hätte ich 40 durchbekommen. Cool. Also 20 mehr, grob. Haben sie aber nicht. Hier hätte ich mit der Ulti schnell hoch können, aber ich habe gesehen, dass Fruyal engaged gar nicht das kleine Shillock. Dann dachte ich mir, gehen wir bequem hoch, sparen wir unsere Ulti. Und jetzt schieße ich einen Überstrahl und gut ist. Wird sogar entwickelt. Alles fein. Wieder toller Kampf. Er hat ein paar KP verloren. Aber er lebt. Und das ist doch alles, was zählt. Hier sehen wir Gengar und ich denke so, das ist auch Absol, Überstrahl. Hat ihn sogar noch am Schwenneken getroffen. Mit der Ulti kriegen wir das kaputt. Ja, Push.
Und hier überpunkten wir mit 33. Kann man machen. Fruial denken wir uns, gibt wenig Sinn. Wir haben nichts zum Erobern und selbst wenn, haben wir keine Punkte zum Abgeben. Lassen wir das Fruial sein. Hier, Weg abschneiden. Das mache ich immer sehr gerne mit meiner Ulti. Hab jetzt jemanden getroffen, weil Relax ist eingeschlafen. Das Schwert schlauerweise nach unten weg. Aber auch egal, weil es trotzdem beide K.O. Hier noch ein Gengar. Sehr gefährlich, aber auch... Oh nein. Wir haben alle so nicht mal ein Viertel KP verloren. Das ist okay. Der Trank übrigens wird vielleicht mit dem Blue Basic Debuff echt wichtig. Er ultet, wird wahrscheinlich sterben, weil er stationär ist. Yo. Ich weiß ganz fies. Und ich gehe weg, weil wieder drei Pokémon. Ich war gerade ohne Backup. Das Backup war halt noch ein bisschen entfernt. Nicht, dass ich mich beschwere. Die kamen nicht. Die kamen ja schon, aber ich muss ja nicht sterben, bis die da sind. Relaxo wird in dem Kampf noch ein paar Mal ärgern. Hier wieder der Hyperstrahl. Das ist einfach durchgelaufen hinter mir dann gewesen. Das nervt mich so brutal, wenn das passiert, weil es so viel Damage, welches da immer fehlt. Und zack. Trotzdem gewonnen. Gengar wollte absnacken, aber Hex-Gengar macht das nicht so gut. Gar kein Gengar, um ehrlich zu sein. Er müsste ja entweder nur Hex drücken oder das Ding vergiften und dann Hex drücken. Was mit einem schon aufladenden Hyperstrahl einfach schwierig ist. Und die Hypnose, falls das andere Set spielt, wird abgefangen von dem Pokémon, was davor steht. Damit kann er also vielleicht gar keinen Damage auf die Objective machen. Ich nehme übrigens auf Ton und Ton. Leck mich am Arsch. Immer schön. So, ich will jetzt nicht mitpushen, weil ich denke mir, da sind drei unten, die schaffen das schon irgendwie. Ich will leveln, ich will meine Ulti voll. Wäre auch so gewesen, aber ich will, weil die unten die Gegner gerade das Tor gemacht haben, ich will die nicht in meinem Jungle. Die haben übrigens den Push oben nicht geschafft. Ich glaube, da sterben jetzt vielleicht auch gar nicht wenige. Es sieht nicht gut aus, aber die machen Absol kaputt. Das arme Absol übrigens nicht gut in dem Match. Nicht so gut in dem Match. Peng, Überstrahl. Mega nice. Aber jetzt haben sie doch den Push nicht geschafft. Das Blissey ist alleine und ein Blissey überlebt immer noch eine Weile wegen Weichei, aber macht halt trotzdem nichts. Wenn es nicht wegkommt, ist es verloren. Hätte ich mit dem Push mit können, ja, aber wie gesagt, ich hätte halt den Dschungel alleine gelassen. Die wären da gar nicht erst reingelaufen, wir haben ja keinen gesehen, der gesneakpeakt hat, aber... Ich weiß nicht, diese Rotom-Pushes sind immer doof. Die sind immer doof. Ich hätte ihnen den Sieg nicht garantiert. Leichter gemacht, ja, weil der Jungler dabei gewesen wäre, aber nicht garantiert. Hier jagen wir Absol. Und es ist schon ziemlich weit weg, da sage ich mir, nee, aber es kam, glaube ich, zurück, weil die Bienen machen. Da hat sich sicher gefühlt, dann denke ich mir, nein, mein Freund. So ja nicht. Währenddessen mit Champ gegen Serena Clan. Nee, guck mal hier, Relaxo. Relaxo hat nicht den Damage-Output, um mit Champ gefährlich zu werden, bis wir beide da sind. Wunderbar passt das alles. Ja, wenn sie sich in der Mitte treffen, meinte vielleicht unten, ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall nochmal den guten alten Buff holen und Erfahrung. Ich bin Level 15, weit vor Zapdos und denke mir, eigentlich angenehm. Ich habe volle Punktzahl, ich muss eigentlich, es bringt mir nichts, wer will die Pokémon anzugreifen, außer ich will für den Kampf kurz meinen Drachentanzschuh mal aufladen. Und hier, die ärgern uns schon ein bisschen und mein Überschlag geht auch daneben, weswegen ich gar nicht so viel Damage machen, wie ich will. Bei uns sterben ein paar, aber bei denen halt alle, die dabei waren. Blöderweise schaffe ich es jetzt gerade so nicht mehr, weil ich keinen Hyperstrahl habe, Dreadnought zu holen. Das wäre nochmal eine schöne Erfahrung für die anderen gewesen. Und der Schild ist okay, aber gut. Ich denke mir jetzt auch erstmal kurz gucken und dann Zapdos anfangen, weil drei von denen sind K.O. Wir sind also minimal im Vorteil gerade und ich habe Hyperstrahl. Außerdem müssen wir noch abgeben, deswegen einmal schnell kaputt machen. Er ultet hier. Hab deswegen nicht ihn anvisieren können, das Absol mit Hyperstrahl, aber trotzdem getroffen, weil er gerade fertig war. Zapdos stand. Und hier denke ich mir, gut, wir brauchen die Punkte. Wenn ich jetzt kurz abhau und das durchbekomme, müssten wir im Vorteil sein. Hier will ich Cremo noch helfen. Das hätte sterben können. Es hat mich, glaube ich, nicht gebraucht, weil Ding gut getroffen hat, aber wenn man schon helfen kann, dass die 50 noch durchkommen. Hier wieder, lass mein Baby in Ruhe. Hier wäre er wieder alleine durchgekommen, aber wenn man da ist. Und das nächste Mal, er stand in mir, deswegen hat Hyperstrahl nicht getroffen. Das geht mir so auf den Nerv. Und jetzt sehe ich, die geben gar nicht so wenig ab. Jetzt zwar nur noch Peanuts, aber wir ja auch. Das will ich aufhalten, das soll nicht. Wir beide sehen hier, okay, wir sind da, bla bla bla. Ich hüpfe jetzt gleich mit einem Drachentanz in den Jungle, um das zu holen und merke jetzt, oh, fuck. Da ist Relaxo. Das will ich nicht. Hüpfe also wieder rüber und kann sogar durch sein Score Shield, selbst beim Level 13 Relaxo, einfach sagen, nein, tu das nicht, will ich nicht. Währenddessen, hier hätte ich gern gehabt, dass Mashok mir hilft, aber der macht das gar nicht dumm, muss man zugeben.
falls jemand jetzt zum Haupttor kommt und wir kämpfen bei dir unten, verteidigt das niemand. Also es ist gut, wo er steht, weil ich krieg das hin. Guck mal, bam, weg. Die Scheiße. Währenddessen sterben unsere Freunde. Ich versuche das Blissey rauszuholen, aber leider Gengar zu schnell. Und dann hat Maschok auch recht, pass auf. Retreat, mein Freund, Retreat. Dahinterher rennen und dessen Kampf anfangen gegen möglicherweise 3 bis 4 Gegner an. Nee. Jetzt habe ich ein Problem. Weil ich kann nicht ohne gutes Positioning alle aufhalten. Deswegen kriegt er jetzt auch noch fast 40 durch. Aber hat nicht gereicht. Die sind im Nachteil, soweit ich noch weiß. Wir haben gut abgegeben. Er kam helfen, weil er halt gesehen hat, gut, 4 der Gegner sind da. Oben stehen bleiben, um einen aufzuhalten, bringt nichts, wenn die unten trotzdem durchkommen. Also hüpft er runter. 3 unserer Freunde waren K.O., weil sie zu lange weg waren, aber hey, über 200 mehr. Es hätten noch 2 der Gegner mehr als 50 abgeben müssen. 50 abgeben müssen, was ja verdoppelt wird. Und dann hätten sie mit 2 nicht mal uns erreicht. So, pass auf. 116.000 Damage. Deren Schwert auch 105, also war schon eine damage-schaffte Folge, aber deren Absol 41 ist nicht viel. Deren Relaxo hatte mehr. Das ist nicht gut. Egal. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren, bis beim nächsten Mal wieder, vielleicht wieder mit Dragoran, weil ich mag dieses Pokémon wirklich sehr. Bye-bye!